Man nehme die beiden wahrscheinlich erfolgreichsten Riesenmonster der Filmgeschichte und lade sie zum Showdown in ein und demselben Film. Ergebnis? Godzilla vs. Kong. Die Riesenechse gegen den Hochhaus-Gorilla. Eigentlich was für die Großleinwand. Ende März erscheint der Kampf der Titanen, wenn die Kinos dann immer noch geschlossen sind, nur auf der Mattscheibe beim Streamingdienst HBO. Ein weiterer Kandidat für die Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser ist der Agenten-Thriller The Courier mit Benedict Cumberbatch, deutscher Titel Der Spion. Der Streifen feierte seine Weltpremiere bereits im Januar 2020 auf dem Sundance Film Festival, damals noch unter dem Titel Ironbark. Auch hier wird ein Filmstart Ende März angepeilt, wahrscheinlich wohl nur online. Die Doku Tina, gerade erst auf der Berlinale vorgestellt, ist nicht nur etwas für Fans der Musikikone Tina Turner. Die Macher des Films wollten eine jüngere Generation ansprechen und lassen die große Tina selbst zu Wort kommen. Ein einfühlsames und kraftvolles Porträt ab dem 27. März im Bezahlfernsehen abrufbar. Zum Schluss noch ein ganz besonderer Tipp für anspruchsvolle Filmfans. Das internationale Festival und Forum für Menschenrechte findet coronabedingt online statt. Doch bis zum 14. März kann man Filme schauen und mitdiskutieren.